Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Julia Westerholt von Fabuka und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier am Stand des ZDK auf der Automechanika 2024. Genauer gesagt aus unserem wunderschönen und extra eingerichteten Messe-TV-Studio. Von hier aus streamen wir während der gesamten Automechanika zahlreiche Veranstaltungen zu den aktuellsten Themen der Kfz-Branche. Und unsere nächste Veranstaltung dreht sich rund um die Zukunftswerkstatt 4.0. Dafür hat den Weg in unserem Messe-TV-Studio Stefan Reindl gefunden. Stefan Reindl ist Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt 4.0. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und bevor wir inhaltlich reingehen, kleiner Hinweis noch an unsere Zuschauer. Ihr habt die Möglichkeit, während des Livestreams eure ganz persönlichen Fragen zum Thema zu stellen. Dafür müsstet ihr euch einmal kurz bei YouTube mit dem Google-Konto anmelden. Dann öffnet sich unten rechts ein kleines Live-Chat-Fenster. Einfach die Fragen reintippern. Ich sehe das hier bei mir und gebe das dann an Herrn Reindl weiter. Wir starten. Herr Reindl, im November ging die Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen an den Start. Wie ist die Idee geboren? Also die Zukunftswerkstatt ist tatsächlich am 15.11.2021 an den Start gegangen. Das wäre noch eine gute Info gewesen, 21, also genau. Schon ein paar Jahre jetzt zurückliegend. Ja, und die Idee stammt aus dem Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg. Der wurde gegründet vom Staatsministerium, also von Herrn Kretschmann und seiner Wirtschaftsministerin. Und es ging darum, die Mobilität der Zukunft auf neue Beine zu stellen, zukunftsorientiert zu handeln. Und ein wesentlicher Baustein in dieser Mobilität der Zukunft ist die individuelle Mobilität mittels Kraftfahrzeugen. Und da hat man dann verschiedene Arbeitskreise gegründet und um diese Transformation in diese Zukunft zu gestalten, müssen eben die verschiedenen Wertschöpfungsstufen der Automobilwirtschaft mitgenommen werden, die Gesellschaft mitgenommen werden und natürlich auch die Politik als Treiber. Und so ist diese Idee entstanden und wir sind mit der Zukunftswerkstatt sozusagen dazu angetreten, die Betriebe des Kfz-Gewerbes, das heißt die Autohäuser und Werkstätten in diese Zukunft mitzunehmen und eben diese Vorbehalte, die es eben teilweise in der Branche selbst gibt, um die eben aufzuräumen oder zu beseitigen und eben die Zukunft aufzuzeigen, wie es sein könnte. Super. Jetzt haben Sie es auch schon mehr oder weniger auf jeden Fall schon mal ein bisschen angeteasert, aber nochmal ganz konkret, wo sehen Sie den größten Need, nenne ich es jetzt mal, dass es ein solches Projekt wie die Zukunftswerkstatt 4.0 gibt? Ja, die größte Herausforderung ist sicherlich, den Mindset in der Branche selbst in Richtung Zukunft zu lenken. Also Vorbehalte gegenüber neuen Antrieben beispielsweise. Diese Vorbehalte sind eben in der Branche selbst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden. Das ist das eine. Und dann haben wir auch die IT in den Fahrzeug, also Software-Defined Vehicles, so nennt man das heute neuschwäbisch, dass man sich eben auch mit solchen neuen Features auseinandersetzt. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist, glaube ich, auch sozusagen der größte Block, den wir zu bewältigen haben, in die Köpfe der Menschen zu bringen, dass wir, so wie wir die letzten 100 Jahre gewirkt haben, nicht weitermachen können angesichts des Klimawandels, angesichts gesellschaftlicher Veränderungen, all das, was damit im Zusammenhang steht. Super, vielen Dank. Um jetzt wirklich nochmal sicherzustellen, dass wir alle Zuschauer abholen, die vielleicht noch niemals etwas von dem Projekt Zukunftswerkstatt 4.0 gehört haben, stellen wir uns mal vor, Sie treffen Ihren Nachbarn im Fahrstuhl und der fragt Sie, was ist die Zukunftswerkstatt 4.0? Und Sie haben genau 30 Sekunden Zeit, das zu erzählen. Wie würden Sie das gesamte Projekt nochmal gebündelt erklären? Erstens, wir haben uns für einen realen Ort entschlossen. Also es gibt eine Zukunftswerkstatt, die hat 450 Quadratmeter, die ist in Esslingen in Baden-Württemberg. Und dort stellen wir einerseits die Innovationen für diese Branche dar, also Werkzeuge, Diagnosegeräte bis hin zu Virtual Reality und neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir zeigen das dort. Wir können dort verschiedene Veranstaltungsformate etablieren. Das heißt, wir können eine Lab-Atmosphäre, also Labor,
dort darstellen. Wir können also etwas Neues testen, ob das auch funktioniert. Wir können dort Seminare geben, wir können dort Veranstaltungen bis 200 Menschen, also wir können dort viele Menschen mitnehmen im Rahmen von Kongressen. Und wir sind eben immer wieder neu. Das heißt, alles, was dort verbaut ist, von der Hebebühne bis hin zum Showroom, das ist alles funktionsfähig und wir können das zeigen, wie das funktioniert. Also alles immer top aktuell und der Blick in die Zukunft. An wen richtet sich das Angebot denn konkret? Ist es die große Automobilhandelsgruppe oder ist es eher die familiengeführte kleine Werkstatt? Also an alle im Grunde genommen. Und das ist ein wenig ein Spagat, den wir auch, ja, wo wir auch immer dafür kämpfen. Ja, große Unternehmen haben andere Herausforderungen als kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen, vor allem freie Werkstätten, haben beispielsweise keine Unterstützung durch die Automobilhersteller selbst. Das ist deren größte Herausforderung. Umgekehrt ist es bei den großen Automobilhandelsgruppen so, dass sie schon so groß sind, dass sie mit eigenen Angeboten und mit eigenen Dienstleistungen an den Markt gehen möchten und sollten. Und so sind die Interessenlagen einerseits unterschiedlich, aber auch die Herausforderungen an uns, die Zukunftswerkstatt. Gut, wie kann ich es mir ganz konkret in der Zukunftswerkstatt 4.0 vorstellen? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, wie nah an der Praxis sind wir tatsächlich dort? Wir sind sehr nah an der Praxis. Das ist ein Betrieb, der tatsächlich so ausgestattet ist wie eine Werkstatt, wie ein Autohaus mit einem Sales-Bereich, mit einem After-Sales-Bereich, also mit einer Werkstatt und mit einem Showroom. Und wir können eben dort praktisch alles zeigen, was die einzelnen Prozesse in den Werkstätten und in den Autohäusern, was das angeht. Wir können das zeigen, wie das, wenn man es neu aufstellt, wie das funktionieren kann. Und die Eintrittsschwellen in diese Zukunftswerkstatt sind sehr klein. Entweder Sie kommen einfach dorthin. Wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr da. Sie rufen uns an und wir werden einen Weg finden für die Branchenexperten, dass sie dort Zugang haben und dass sie dort eben auch mitwirken können. Sie können sich das anschauen. Es gibt verschiedene Formate, die jeden ansprechen sollten, der in der Branche tätig ist. Sehr, sehr spannend. Stichwort Innovationsschaufenster für die Branche. Wie stellen Sie denn sicher, dass die Innovatoren auch tatsächlich bei Ihnen in Esslingen vertreten sind? Also wir screenen kontinuierlich den Markt im Hinblick auf neue Lösungen für Autohäuser und Werkstätten und versuchen diejenigen, die eben Innovationen gerade posten oder die eben das gerade auch kommunizieren, dass wir die in diese Zukunftswerkstatt kriegen. Das ist das eine. Es gelingt uns sehr gut. Wir haben derzeit 130 Partner, Unternehmen aus verschiedenen Ebenen der automobilen Wertschöpfung, also vom Start-up Unternehmen, die sehr oft in der IT unterwegs sind, über die Zulieferer bis hin zu Herstellern und Dienstleistern rund um das Automobil und rund um die Werkstätten. Und diese Partner, die wir schon haben, sind durch uns verpflichtet, immer das neueste Equipment dort darzustellen. Okay. Also es werden immer wieder Gerätschaften und Diagnosegeräte beispielsweise ausgetauscht, um eben immer wirklich aktuell zu sein, um eben so am Puls der Zeit zu agieren. Welche Themen und Trends stehen denn ganz aktuell im Fokus? Ja, das ist ganz klar nach wie vor der neue Antrieb oder die neuen Antriebe. Wir haben einen Arbeitsplatz, der sehr stark auf batterieelektrische Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge ausgelegt. Wir vernachlässigen aber auch beispielsweise nicht Wasserstoff bzw. Brennstoffzelle. Also neue Antriebe im Allgemeinen ist nach wie vor ein wichtiges Thema, aber vor allem auch die Fahrzeug-IT, also ich habe gerade schon gesagt, diese Software-Defined Vehicles, das ist eben etwas, was wir uns erarbeiten müssen, sowohl bei den Herstellerunternehmen als auch bei denjenigen, die es sozusagen dann reparieren und warten müssen, bis hin eben auch zur Visualisierung. Das ist dann eben im Sales-Bereich, also im Verkaufsbereich, die Visualisierung von Angeboten, ohne dass man jetzt ein physisches Fahrzeug unmittelbar vor die Nase setzen muss. Wie würden Sie denn die Resonanz einschätzen? Also wenn jetzt jemand erstmalig in der Zukunftswerkstatt zu Besuch war, wie ist da so das Gefühl? Also was bekommen Sie da auch zurückgespiegelt?
Ja, wir kommen zurückgespielt, dass es tatsächlich so ist, dass wir ein Angebot haben, das interessiert in der Branche. Das Lustige dabei ist, dass wir auch immer darauf hingewiesen werden, ja, da gibt es doch noch eine Lücke, ja, wo unsere Besucher dann selber sagen, ja, da gibt es doch einen Anbieter für das und das und das, wo wir dann auch selbst tätig werden, um den zu kriegen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir eben unterschiedliche Formate, also vom Seminar über technische Anordnungen bis hin eben zu Kongressen machen, was ich gerade schon angedeutet habe. Also wir bilden ein breites Spektrum an Bedarfen, die es in dieser Branche gibt, im Hinblick auf die Qualifizierung, auf Trainings, im Hinblick auf die Ausstattung von Werkstätten und Autohäusern. Also wir sind sehr breit aufgestellt und ich glaube, dass das gut trägt, auch in der Zukunft. Super, also das Ziel ist eigentlich wirklich, alle mit abzuholen und allen die Möglichkeit zu geben, wirklich die Schritte, die notwendigen Schritte in die Zukunft auch zu wagen und da schon mal den ersten Kontakt auch wirklich, wirklich herzustellen. Welche Aktivitäten sind denn in der Zukunft noch geplant? Wie geht es mit der Zukunftswerkstatt 4.0 weiter? Ja, wir werden in jedem Fall unser Partnernetzwerk weiter ausbauen. Wir verlieren ab und an einen Partner, der dann vielleicht das Interesse verliert, aber das hält sich tatsächlich in Grenzen. Wir überkompensieren das nach wie vor, also auch seit 2021. Man muss auch sehen, wir sind ja dann erstmal in den Lockdown gefallen und wir sind eigentlich erst seit Mai 2022 aktiv geworden oder konnten aktiv werden. Und wir werden also im Hinblick auf die Partner nach wie vor nicht nachlassen, immer das Neueste darzustellen. Wir werden auch im Hinblick auf die Partnerschaften mit einzelnen Autohausunternehmen noch stärker Aktivitäten zeigen. Wir haben die zwar über die Verbände eingegliedert, aber es gibt durchaus große Autohausunternehmen, die Interesse haben und mit denen müssen wir anders umgehen als mit unseren Innovationspartnern, die eben die Lösungen zur Verfügung stellen. Und insofern machen wir auch mittlerweile ein eigenes, oder wir konzipieren das gerade neu, ein eigenes Schulungsprogramm und Trainingsprogramm in den verschiedenen Bereichen dieses Kfz-Gewerbes. Mögen Sie noch mal, wir haben jetzt ein bisschen über die Partner auch gesprochen, mögen Sie noch mal ein paar Kooperationspartner vielleicht auch noch, also da einen kleinen Einblick noch mal geben, wer da so an Bord ist? Ja, wir haben von Werkstattausrüstern oder Ausstattern für Autohäusern bis hin eben zu einem Hersteller oder zwei Herstellern von Hebebühnen. Wir haben verschiedene Diagnosetester, angefangen von Bosch über Hella bis hin zu weiteren Akteuren. Also wir sind sehr, sehr vielfältig unterwegs im Hinblick auf dieses Feld der Kooperationspartner. IT-Unternehmen, hier fahren ein paar Roboter auch rum, die sind auch Partner von uns. Das ist sehr witzig zu sehen, ja, dass die sich auch eingliedern und auch mal nicken. Und das ist natürlich ein Showcase auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch gucken, das ist auch ein Beitrag zur Kompensation, dass man eben qualifizierte Fachkräfte sehr, sehr schlecht findet. Und die man hat, muss man dann eben auch sehr effizient einsetzen. Also insofern können solche Modelle tatsächlich dazu beitragen, die Betriebe auch prozesstechnisch und kostentechnisch zu optimieren. Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie auch wirklich immer offen sind für neue Kooperationspartner, weil die Zukunft steht ja noch vor der Tür, oder? Ja, also sicherlich. Also wer Lust hat, zu uns zu kommen, darf sich einfach melden, anrufen, per E-Mail, wie auch immer, bei unserer Edith Pisching. Wir haben ja insgesamt 4 People auch dort eingestellt, die dort auch arbeiten und agieren und das mit sehr viel Freude auch machen. Das ist auch ein Reiz, der mich auch immer wieder verfolgt und den ich auch umgekehrt auch wieder zurückspiegle. Wir machen das mit großem Engagement und mit großer Begeisterung, also rufen Sie uns einfach an. Falls Sie nicht anrufen, werden wir diejenigen auch kontaktieren, weil wir werden die rausfinden, die etwas Neues machen. Also insofern, es wird weitergehen und wir machen das mit viel Freude und viel Engagement. Das merkt man auch. Da schlägt auf jeden Fall Ihr Herz. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Wunsch? Also wie sollte jemand, vielleicht ein etwas kleinerer Betrieb auch, der die Zukunftswerkstatt besucht und dann auch nutzt, mit welchem Gefühl sollte er wieder rausgehen und was wünschen Sie sich da einfach?
Ja, ich wünsche mir, dass jemand, der vielleicht ein wenig Vorbehalte hat gegenüber neuen Technologien oder neuen Techniken, dass der sieht, dass es erstens mal keine Chance gibt, das zu umgehen. Ja, man kann manches eben nicht aussitzen, was vielleicht der eine oder die andere noch glaubt. Und dass diejenigen dann sehen, ja, es, ja das hat seine Berechtigung, was wir hier tun und das, was da dort gezeigt wird. Und dass man eben diese Vorbehalte, was ich eingangs schon gesagt habe, dass man diesen Mindset so ein wenig gerade rückt, also dass man die Zukunft nicht als Feind sieht, sondern als Herausforderung, wo man ohnehin keine andere Chance hat, dort mitzumachen und diesen Herausforderungen auch mit den richtigen Möglichkeiten zu begegnen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Menschen wissen, ja, es gibt Möglichkeiten, eben bestimmte neue technische, technologische, auch gesellschaftliche Herausforderungen, dass man da, dass es eben Lösungen gibt, um diesen zu begegnen. Und all das Neue birgt ja auch dann wirklich immer Chancen, nochmal aufzuräumen und nochmal frisch in die Zukunft zu starten. Und sehr schön. Vielen Dank, Herr Reindl. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Eindruck vermitteln konnten, was so die Themen in der Zukunftswerkstatt 4.0 sind. Haben Sie abschließend noch Wünsche, die Sie loswerden möchten, oder konnten wir soweit aus Ihrer Sicht auch alles abbilden? Ja, ein Wunsch jetzt, gerade auch angesichts dieser Messe, kommen Sie einfach vorbei in Halle 9, ein Gemeinschaftsstand mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, dem Institut für Automobilwirtschaft und der Zukunftswerkstatt 4.0. Und ich freue mich, Sie zu sehen, und dann können wir einfach drüber reden, was die Zukunft bedeutet. Ich würde vorschlagen, dass wir auch in unsere Videobeschreibung einfach noch mal ein paar Infos vielleicht zur Zukunftswerkstatt 4.0 einblenden, auch noch mal Kontaktmöglichkeiten. Das haben Sie ja auch mehrfach betont, dass der Weg gar nicht so kompliziert ist, sondern man sich da schnell und einfach an Sie wenden kann. Herr Reindl, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank an unsere Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, dass ihr in unserem Stream dabei wart. Vielen Dank natürlich auch an alle hier im Studio. Wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Veranstaltung. Der Stream bleibt derselbe, also gerne einfach direkt dranbleiben. Herr Reindl, vielen, vielen Dank. Schöne Messe noch und bis bald. Ebenso, vielen Dank.